In Solo Star Wars Story sehen wir diese Typen hier im Hintergrund auf Dryden Vosses Yacht rumlaufen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die haben keinen Kopf. Weshalb die auch die Entkopften genannt wurden. Das an sich ist schon mega düster, die Geschichte dahinter aber auch. Denn niemand anderes als Dr. Cornelius Everzahn machte mit diesen Wesen enorm viel Knete. Wenn ihr euch gefragt habt, warum Everzahn in Rogue One auf Jedha war, er nutzte da die Angriffe der Partisanen Saws, um das Chaos zu nutzen, Verwundete einzusammeln, ihr Gehirn gegen Kybernetik auszutauschen, dabei den halben bis ganzen Kopf zu entfernen und diese in willenlose Sklaven zu verwandeln. Diese wurden dann in einen Katalog gestellt und von Everzahn an den Meistbietenden geboten. Zwischenzeitlich kreierte Everzahn aber manche von ihnen auch als Auftragsarbeit für Dryden Voss, wodurch sie dann in Solo auf Vosses Yacht zu sehen sein können. Für weitere kurze Star Wars Videos wie diese, lasst ein Abo da und schaut hier ins nächste Video in der Endcard.